Fabian Schlang an der Hochschule für Gestaltung mischt Aromen. Heute sind Orangen dran. Orangenaroma, das dazu führen soll, dass Wasser wie Limonade schmeckt. Der 29-Jährige hat eine Mission. Er will eine ganz spezielle Wasserflasche auf den Markt bringen, die eine Besonderheit birgt und Geschmack ins Wasser bringt. Wir erzeugen Duft, wir nehmen Luft und machen eine Duftluft draus. Und bringen diese Duftluft zusammen mit purem Wasser in den Mund. Diese Duftluft steigt retronasal, wie man an der TU sagen würde, hier würde man sagen über den Rachenraum, auf. Und dadurch versteht das Gehirn, dass es was schmeckt, obwohl es eigentlich riecht. Und so funktioniert es. Ein Schwamm mit Aromastoffen, hier Orange, sondert Luftblasen ab und damit einen spezifischen Geruch. Dieser vermischt sich beim Trinken mit dem Wasser und weil das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob der Geschmack aus dem Wasser kommt oder über die Nase kloppt der Mensch, er saugt Wasser mit Geschmack. Die angemischten Aromen werden in der kleinen Kapsel auf den Schwamm aufgetragen. Für jede Geschmacksrichtung wird ein eigenes Döschen befüllt. Dann wird der Schwamm in den Deckel einer Flasche gesetzt. Tim, probier doch mal. Fabian Schlang arbeitet zusammen mit Tim Jäger. Der hat die Flasche konzipiert und das Design geschaffen. Jetzt muss er als Tester fungieren. Viele Aromen haben sie ausprobiert und wieder verworfen. Zu schnell verflüchtigte sich der Geruch oder war nur schwach wahrnehmbar. Aber irgendwann, da hat es geklappt. Mit 7 verschiedenen Aromen funktioniert es sicher. Nach unseren jetzigen Ergebnissen so können wir garantieren, dass der Geschmack gleichbleibend für 10 Liter bleibt. Also ein Aromapod gleich 10 Liter Wasser. Tim Jäger druckt den Deckel der Prototypen direkt an einem 3D-Drucker. 8 Stunden dauert es, bis ein Deckel fertig ist. Und im Deckel steckt das wichtigste Teil der Flasche. Denn wie genau die Kapsel mit Aromaschwamm geformt ist und im Deckel sitzt, das muss ein Geheimnis bleiben. Denn sie wollen im nächsten Sommer ihre Flasche auf den Markt bringen. Rund 40 Euro soll sie dann inklusive Aromadosen mal kosten. Uns ist es wichtig, dass wir keinen Chemiebaukasten in unsere Aromapods bringen, sondern dass wir Aromen aus den Früchten extrahieren. In dem Fall macht es ein professionelles Aromahaus für uns. Hallo, darf ich euch was probieren lassen? Ja, klar. Und dann machen wir einen Test auf dem Campus. Wir sind Choice und wir sind hier von der HFG und entwickeln eine Trinkflasche, die Wasser nur über Duft mit Geschmack versetzt. Ich lasse es euch gerne mal probieren. Ich habe hier Lavendel, Gurke, Maracuja. Eindrücke. Wenn man sich halt mal zu Hause hinsetzt und einfach einen Film schaut und was mit Geschmack haben will, aber man hat nur Wasser da, ist es ja eine ganz coole Variante irgendwie. Also es schmeckt wirklich nach Lavendel oder Gurke oder... Das andere hatte ich jetzt noch nicht. Das ist total faszinierend, aber es ist, glaube ich, nur Wasser, oder? Es ist nicht. Ich trinke eigentlich nur Wasser und wenn ich irgendeinen Geschmack will, dann hole ich mir den eher aus der Natur. Weil für mich wäre das eher eine Art Entfremdung wieder so von Lebensmitteln irgendwie. Ich finde es faszinierend, weil es wirklich nur Wasser ist und es schmeckt den Moment danach. Man ist ein bisschen erstaunt. Also ich finde es eigentlich ganz cool, weil man halt auch keine anderen Sachen mit drin hat, die jetzt, keine Ahnung, das konservieren und keine Ahnung, was für einen Blödsinn machen, sag ich mal. Nachhaltig soll sie sein, Joyce, die neue Trinkflasche für Wasser mit Duftgeschmack.